Heute will ich euch ein Buch aus dem Ökom Verlag vorstellen. Das ist ein relativ kleiner, noch nicht so bekannter Verlag, weil er erst seit wenigen Jahren ein Sachbuchprogramm für ein breites Publikum hat. Und die machen immer so ökologische Bücher, Thema nachhaltiges Leben. Aber jetzt nicht so bla bla, macht weniger Müll oder so, sondern so, das sind schon, also ich habe da schon mehrere Bücher gefunden, die wirklich so ein Wissen haben, was man woanders nicht findet oder neuartige Zugänge und so. Nicht speziell zu vegan oder Tierrechten, wenn ich mich recht erinnere. Sogar auch mal was zu, glaube ich, Tierhaltung oder jedenfalls, es beinhaltet da auch irgendwas mit, dass man weiterhin Tiere isst oder so. Aber trotzdem, es lohnt sich irgendwie da einen Blick drauf zu haben, wenn man an ökologischen Themen interessiert ist, denke ich. Und dieses Buch nun ist von Eileen Christ. Es heißt Schöpfung ohne Krone. Das ist eine Soziologin an einer technischen Hochschule in Virginia. Und der Titel Schöpfung ohne Krone ist einerseits ein bisschen irreführend, weil man denkt ja, dass es irgendwas mit Schöpfung, theologisch oder so zu tun hat. Das ist nicht der Fall. Im englischen Original heißt es auch Abundant Earth, also Überfluss der Erde oder überquellende Erde, überreiche Erde. Die andere Assoziation, die man sofort hat, ist aber richtig, nämlich wir sind nicht die Krone. Ihr Buch richtet sich vor allem gegen das Überlegenheitsdenken der Menschen. Und sie schreibt also ganz viel über das Massenaussterben, sie beschreibt natürliche Abläufe, sie beschreibt, wie reichhaltige Ökosysteme leben und gedeihen könnten, können. Sie prangert irgendwie die Funktionsweisen der Ernährungsindustrie an, Massentierhaltung. Thema vegan ist hier nicht ganz so eindeutig, aber es läuft schon darauf hinaus, dass wir eigentlich uns vor allem von Ackerfrüchten ernähren müssten, dass wir die jetzigen Formen der Tierunterwerfung aufhören sollten. Sie, ganz interessant, sie schreibt auch ganz viel über Fische. Wenige Autoren denken so viel über Ozeane und Fische nach. Und sie sagt zum Beispiel auch, über Fische sprechen ist in Ordnung, aber Fischbestände macht daraus eine Ressource und verkennt die Individuen. Also die Tiere kommen bei ihr auch als Individuum vor. Ich komme nochmal darauf zurück. Und sie wendet sich gegen diese technokratische Art, wie sich der Mensch dem nichtmenschlichen Leben nähert und den Menschen, wie sie sagt, in eine menschliche, den Planeten in eine menschliche Kolonie verwandelt hat, andere Tiere und weitere Lebewesen zu Ressourcen erklärt hat und sie damit verdinglicht hat und eigentlich der Ausbeutung und auch der Vernichtung eigentlich preisgegeben hat. Dazu beschreibt sie, wie gesagt, auch so natürliche Abläufe und Wildnis und wie alles wächst und gedeiht und so. Also sie hat einen sehr emphatischen Begriff der Wildnis. Also sie ist da sehr enthusiastisch. Ich sag mal ein paar Sachen. Sie spricht vom Plenum des Lebens, von der Kreativität des Lebens, von der Fülle des Lebens. Das sind also sehr aufgeladene, positive Begriffe. Ein Zitat: Wird die Menschheit schlafwandlerisch in die Finsternis eines Massenaussterbens torkeln, ohne die leiseste Ahnung, dass die Biosphäre, wenn man sie ihrer Bestimmung überlässt, ein reicher Quell des Lebens, der Schönheit, der Inspiration und der Wunder ist, die die Menschen am Leben erhält, ihren Horizont bis ins Unendliche erweitert und ihren Geist erhebt. Also für Christ gibt es eine Art, eine Möglichkeit, dass wir als Menschen auf dieser Erde und mit dieser Erde und mit den anderen Lebewesen zusammenleben, ohne sie auszubeuten und zu verdinglichen. Sie geht dann auf einige, ich sag mal, ideologische Konstruktionen ein, die sie diskursive Knoten nennt, also wie wir eben über die nichtmenschliche Welt reden. Zum Beispiel über die Wildnis. Ein bekannter Einwand ist ja, es gibt doch heute gar keine Wildnis mehr, weil irgendwie alles von menschlichem Tun berührt ist. Ja, stimmt, sagt sie, aber man muss das ja nicht so kategorisch so aus als zwei völlig einander ausschließende Begriffe ansehen. Dann wendet sie sich gegen das Argument, ja, der Mensch hat schon immer Tiere oder die Natur unterworfen. Dagegen wendet sie sich sehr stark. Unter anderem mit Beispielen aus indigenen Völkern, darauf komme ich nochmal zurück. Sehr interessant finde ich den Gedanken, dass sie sagt, Menschen werden in die unterschiedlichsten sozialen Hierarchien unterteilt, aber keine ist für den Gesellschaftskörper grundlegender als die Unterteilung in Menschen auf der einen Seite und den Rest der Natur auf der anderen. Das ist auch deswegen interessant, weil letztes Mal habe ich ja über die Kategorie Mensch als auch rassistisch funktionierenden Begriff gesprochen. Und wo also der Mensch sich vom Tier absetzt, aber mit dem Tier meint, sind eigentlich auch einige Menschen gemeint. Und es stimmt schon, ich habe darüber so noch nie nachgedacht, dass sie sagt,
Vor allem definiert sich der Mensch als Nicht-Natur. Wir stehen über der Natur, wir können anderes als die Natur, wir unterwerfen die Natur, wir zähmen sie und so weiter. Das ist echt die Hauptkategorie oder ein ganz zentraler Teil des Selbstverständnisses von Menschen. Und ich denke, da hat sie auch recht. Interessant ist auch, was sie zum Freiheitsbegriff sagt, obwohl sie das dann ehrlich gesagt nicht so differenziert ausführt, wie ich mir das so in philosophischer Weise jetzt gewünscht hätte. Aber sie sagt, die weltweite Aneignung von geografischem Raum durch den Menschen ist eine feindliche Übernahme, die der Vermehrung der menschlichen Freiheit dient, also vor allem der Bewegungsfreiheit des Menschen. Wir sehen aber gar nicht, dass die Ausdehnung der Freiheit des Menschen eben immer auf Kosten der anderen Lebensform und deren Freiheit geht. Also sie spricht von der Freiheit der nichtmenschlichen Lebewesen. Darüber hätte ich gern noch mehr gehört. Ich finde es aber interessant und zum Beispiel zeigt sie auch so ein Bild von der Straße, zwei Fotos. Also die Straße erschließt ein Gebiet, sie macht sie damit das Gebiet unterwerfbar, ja, ob das jetzt ein Regenwald ist oder die Steppe. Man kann auch übrigens denken, auch zu Zeiten des Kolonialismus in Nordamerika war ja das Erschließen vom Gebiet durch die Eisenbahn dann eben auch die Unterwerfung der Landschaft, aber eben auch der Menschen, die dort gelebt haben. Ja. Also auch hier haben wir wieder eine Verschränkung vielleicht von rassistischer und von Naturunterwerfung. Jetzt nur so als Nebenbemerkung. Die Straße erschließt Raum, aber sie zerstückelt auch Raum. Also die Tiere können nicht mal von links nach rechts und so weiter. Und sie werden natürlich auch überfahren und angefahren und so weiter. Also sie kostet anderes Leben Freiheit, das, was für uns nach Freiheit aussieht. Und stattdessen will Christ eine höhere Version gelebter Freiheit proklamieren, empfehlen, den Weg dahin ebnen. Und im Austausch dafür muss der Mensch nur gewisse Einschränkungen akzeptieren. Also sie wendet sich auch gegen die Logik, nach der wir, also das Thema Verzicht, oh Gott, müssen wir auf irgendwas verzichten, sagt sie, ja, wir müssen uns immer irgendwie einschränken. Um ein schönes Leben zu haben, müssen wir immer uns einschränken. Woran Christ aber nicht glaubt, ist diese Idee, man könne jetzt durch weitere technologische Neuerungen, grüne Technologien und so weiter und so fort, die Erde wieder irgendwie in Balance halten und all das ausmerzen oder jedenfalls die Gefahren dessen in Schach halten, was unsere Umweltzerstörung anrichtet. Sie nennt das, das ist ein hübsches Wort, was ich aber glaube ich gar nicht aussprechen kann, technomanagerialistisch. Also, finde ich toll, die sowohl technisch orientiert oder man könnte fast sagen fixiert, ja, man ist fixiert auf das Technische und aber eben auch so managermäßig. Wir sind ständig am Managen, ja, Folgen von dies, Folgen von jenem, dieses Stückchen Natur darf das, jene Pflanze und jedes Tier darf dort leben. Sie schreibt, das kosmische Juwel Erde wird dadurch endgültig zum Ressourcenlieferanten des Endverbrauchers Mensch degradiert. Irgendwie schön formuliert, die Erde als Ressource für den Endverbraucher Mensch, darin, das ist nicht die Lösung, dass wir jetzt immer weiter versuchen zu managen und zu technologisch irgendwie noch gerade irgendwas aufzufangen. Sie verwendet das Wort nicht, aber ich denke, sie spricht letztlich von einer großen Entfremdung. Also sie beklagt nicht nur die Folgen für die nichtmenschliche Welt, die stehen bei ihr allerdings im Vordergrund, oder wie soll ich sagen, die beschreibt sie sehr eindringlich. Das gefällt mir sehr gut. Aber der Mensch hat eben auch, oder wir Menschen haben eben auch dadurch Nachteile zu tragen, nämlich diese Entfremdung. Und als Gegenteil zu dieser Entfremdung spricht sie zum Beispiel von Heimkehr, Intimität, dass wir die Welt als Geheimnis oder Geschenk wiedererleben können. Das sind jetzt alles Zitate dieser einzelnen Begriffe. Also durchaus die Hoffnung, dass wir etwas finden, was uns momentan bei unserer momentanen Lebensweise durch uns selbst vorenthalten wird. Gut, was ist jetzt die praktische Lösung? Also das eine, ganz wichtige für sie, ist eben ein Umbau der Ernährungsweise. Darauf geht sie sehr intensiv ein. Und zum Zweiten eine Reduzierung der Zahl der Menschen. Wenn ich es richtig verstanden habe, strebt sie da 2 Milliarden Menschen an. Sie bespricht auch das Thema, ja, ist das dann durch Zwang oder wie soll das denn durchgesetzt werden? Sagt sie, nein, nein, wir brauchen keinen Zwang, wir dürfen auch keinen Zwang anwenden. Also keine Diktatur, die uns befiehlt, so nach chinesischem Modell, Ein-Kind-Politik oder sowas, sondern sie meint, durch Zugang zur Verhütung und durch weitere Optionen der Lebensplanung würden ganz viele Frauen weltweit viel weniger Kinder bekommen. Ganz viele Kinder werden nur geboren, weil nicht verhütet werden konnte und so weiter. Also sie hofft da ganz auf auf die weiche, auf Einverständnis beruhende Lösung, die auch die Menschen zu einem anderen Leben befreien würde. Und sie meint eben, dass wir ganz viel Fläche dadurch weniger besiedeln würden, nutzen würden. Wir Menschen, wir müssen ganz viel Fläche zurückgeben. Ja? Es soll nicht eine
Also momentan haben wir ja so Inseln der Natur inmitten der Zivilisation, hier mal ein Reservat oder ein Naturschutzgebiet und da noch ein kleines Fleckchen. Sie sagt, nein, nein, das muss umgekehrt sein. Inseln der Zivilisation inmitten der Natur, mit der wir dann eben auch leben. Und es wird dann eben auch eine andere Zivilisation sein. So ist ihre Vision. Eine Zivilisation oder Zivilisationen, die multikulturell sind, die jeweils abgestimmt sind auf regionale Bedingungen, die in Wechselwirkung mit dieser jeweiligen Region interagieren und die, wie sie sagt, von der Liebe zu allen Lebewesen getragen sind. Ich möchte dazu gerne noch zwei Zitate vorlesen von dem, was ihr vorschwebt oder wie sie den Menschen sieht. Wir sind Kinder einer Welt voller Leben. Dieses universelle Wissen ist ebenso tief in uns verwurzelt wie das, was aus ihm erwächst. Anteilnahme, wechselseitiges Geben und Nehmen, Dankbarkeit, Zugehörigkeit und Liebe. Wir können uns dafür entscheiden, all das zu einer schönen Art und Weise zu entwickeln, Mensch zu sein und als Mensch zu leben. Und noch ein Zitat. Wir können den Menschen wieder einbetten in die Weiten eines vor Vitalität strotzenden Planeten und dafür sorgen, dass das Leben auf dieser Erde seinen ausgelassenen Reigen aus Überfluss, Vielfalt und Evolution weitertanzt. Und soweit meine Wiedergabe der, nehme ich an, zentralen Ideen von ihr. Und jetzt zu dem, was, ja, was heißt Kritik? Aber schon diese letzten beiden Zitate. Sie, ja, sie sind einerseits schön und andererseits finde ich, ist es auch ein bisschen nah am Kitsch oder nah an der Idealisierung. Und ich denke, das ist halt, das hat mit dem Problem zu tun, dass wir hier keine Schöpfung vorliegen haben. Ja? Also wie soll ich sagen, wenn die Erde eine Schöpfung wäre oder selbst eine Göttin wäre, wenn sie irgendwie göttlich aufgeladen wäre, dann wäre klar, warum das alles toll ist und warum Natur und Leben wundervoll sind. Ja? Wenn wir so eine theologische Quelle rausnehmen, haben wir erstmal nur reine Biologie vor uns und jetzt müssen wir, konzeptuell gesprochen, das wieder aufladen sozusagen. Also wie bringen wir jetzt Wärme, Begeisterung, Enthusiasmus wieder in dieses Naturbild rein? Das können wir zum Beispiel durch poetische Beschreibungen, das macht sie auch, aber wie gesagt, manchmal ist es an der Nähe zum Kitsch. Also das habe ich jetzt gar nicht alles vorgelesen. Ich wollte euch auch nicht dagegen einnehmen. Ich möchte das offen lassen, ob es so ist oder nicht, aber ich habe manchmal bisschen zu rosa, ja, oder zu grün. Ja? Auch durch Praktiken des Zusammenlebens könnte man, das kommt jetzt im Buch nicht vor, aber auch so könnte man natürlich sagen, hier erfahren wir Natur als ein bedeutungsvolles Gegenüber zum Beispiel. Ja, oder man kann eben Natur sehr stark idealisieren und ich finde, dass sie das eben manchmal macht. Also, und darauf bezieht sie jetzt ein bisschen Kritik von mir. Nämlich zum einen, auch indigene Völker werden von ihr teilweise idealisiert. Also das sind, also sie zitiert dann so ganz viele Indigene aus Nordamerika mit einem Respekt vor den Tieren und so weiter und so fort. Also ehrlich gesagt, also dazu gibt es eine größere Debatte. Ja? Das sind ja nur auch sehr viele unterschiedliche Bevölkerungen gewesen. Aber so von wegen, sie haben nur genommen, was sie brauchten. Das taucht auch irgendwie im Buch auf. Das war so nicht. Das war bei Menschen niemals so. Also zum Beispiel die Jagdmethoden waren teilweise so, dass man eine ganze Büffelherde über den Abgrund getrieben hat oder auch andernorts, dass man ganze Herden in eine Felsschlucht getrieben hat und sie von oben mit Steinen beworfen hat. Natürlich haben die dann nicht alle diese Tiere gegessen. Natürlich haben die auch ganz schlimm gelitten. Natürlich hat man viel liegen gelassen und so weiter. Ja? Also das ist so, ich finde, man darf das auch nicht zu sehr idealisieren, ohne mich jetzt da in der Debatte endgültig einmischen zu wollen. Aber das ist mir manchmal dann auch wieder ein bisschen kitschig. Dann die nächste Frage ist, geht es wirklich um Individuen? Also, sie schreibt oft von Tieren als Individuum, natürlich ja, von Menschen, von Pflanzen jetzt nicht als Individuum. Oder geht es um die Fülle? Wie soll ich sagen? Also, wenn sie Natur so als Fülle beschreibt oder als, wie nennt sie das, vor Vitalität strotzendes ein Reigen aus Überfluss, Vielfalt und Evolution und so. Ich finde, dann übersieht sie ein bisschen, dass Natur eben nicht nur Leben und Gedeihen ist, sondern auch Sterben und aufgefressen werden. Also mal ganz praktisch, als ich hierher gezogen bin vor 13 Jahren, da, ich wollte zur Natur, ich wollte Grünes, ich habe mich so gesehen nach der Nähe von Wald und Wiesen und so. Und das habe ich auch genossen. Ich war wie verliebt in diese Umgebung. Aber ich habe auch schwer daran getragen, weil wenn man sich das genau anguckt, ich meine, überall stirbt ja jemand. Also die, die leben, sind ja die Überlebenden. Ja? Fünf Amselkinder kommen aus dem Nest und wie viele sieht man im nächsten Jahr wieder? Oder ja, eine Freundin von mir lebt in der Nähe eines Storchennestes. Da ist jetzt neulich auch eins rausgeschmissen worden. Es war schon tot, als sie es gesehen hat. Insofern stellten sich da keine Anschlussfragen praktischer Art. Aber das ist nicht schön. Ja? Für jeden Baumschössling, der da wächst,
Ja, es wachsen unheimlich viele Baumschößlinge im Wald, aber man sieht ja, wie wenige Bäume draus werden. Also es ist eben nicht nur schön, wenn man es unter individueller Perspektive sieht und ich denke auch insgesamt. Natur ist nicht nur, sie sagt so, ah, da wird kein Fleckchen freigelassen. Ja, das liegt daran, dass es eben doch ein ziemliches Gerangel ist, ja, und viele verdrängt werden. Und nun gibt es in der Debatte um Natur und Evolution, das ist eine sehr alte und auch jahrhundertealte Debatte schon fast, ob man die Natur nur als Konkurrent, fressen und gefressen werden, ständiger Überlebenskampf der Stärkeren, also so ein bisschen darwinistisch, sozialdarwinistisch, so fast nach Form des Wirtschaftskampfes irgendwie sieht. Das wurde dann unter anderem aus anarchistischer und auch aus verschiedenen anderen, auch ökologischen, feministischen, ökologischen Perspektiven kritisiert, gesagt, nein, es gibt auch Interaktion, es gibt auch Kooperation, es gibt auch Harmonie und gemeinsames Wachsen. Ja, das stimmt. Aber irgendwie, und das schlägt sich eindeutig natürlich auf die zweite Seite, aber ich denke, wer so eine Vision von Natur und menschlichem Leben proklamiert, muss eben diese Frage deutlicher in den Blick nehmen, was ist denn mit dem individuellen Sterben, also oder mit dem individuellen, mit der individuellen Not inmitten dieses Überflusses? Oder anders gesagt, wenn wir uns als Individuen betrachten, und wir schauen auf eine Welt voller Fülle. Wie sieht die Anschlussstelle aus? Ja, zwischen der individuellen Perspektive und der allgemeinen, oh, alles blüht und wuchert und wir gucken eben nicht auf die Individuen. Ja? Also ich finde, da gibt es noch ein bisschen Nachdenkbedarf und dieses Problem teilen in der Tat auch viele ökophilosophische, sage ich mal, Ansätze, dass sie einen eventuell sehr blumigen Naturbegriff haben, was einerseits schön ist, aber andererseits fehlt da eben so ein bisschen die Anschlussstelle an unsere doch auf Individualität geeichte Politik und Moral. Und manchmal wird es eben dann auch sehr idealisierend, weil in der Hoffnung, der Natur etwas Schönes zu finden, steckt man sehr viel schöne Worte, schöne Hoffnung und eben auch manchmal zu viel Vereinfachung rein. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt nicht in eine spezielle Richtung drängen. Ja, ich lege euch das ans Herz, da selber drüber nachzudenken. Danke.